Moin aus Dinklage beim Achshersteller Gigant. Heute zeige ich euch einige Tricks, die bei der Reparatur und bei der Montage der Gigantachse hilfreich sein können. Bei der trommelgebremsten Achse kommt es ab und zu vor, dass die Trommel sich schlecht von der Narbe lösen lässt. Um die Demontage zu erleichtern, haben wir in der Stirnseite der Trommel zwei Gewindebohrungen eingebracht. Mit Hilfe von zwei Schrauben können wir die Trommel von der Narbe drücken. Wenn wir die Schrauben gleichmäßig einziehen, ist das Lösen und Wechseln der Trommel gar kein Problem mehr. Nun werde ich euch zeigen, was nach dem Austausch eines automatischen Gestängestellers, eines AGS, alles zu beachten ist. Der Steuerarm muss in der Festpunktlasche sitzen, da sonst der automatische Gestängesteller nicht nachstellen kann. Um den AGS richtig einzustellen, drehe ich die Einstellschraube mit der Schlüsselweite 12 mm in der Uhrzeigerichtung so weit, dass die Bremsbeläge an der Bremstrommel anliegen. Dann kann die Trommel nicht mehr gedreht werden. Anschließend drehe ich die Einstellschraube eine Dreiviertelumdrehung oder 270 Grad in die entgegengesetzte Richtung. Und damit ist der Gestängesteller eingestellt. Als nächstes schauen wir uns an, wie der Verriegelungsblock bei einer Nachlauflenkachse getauscht wird. Als erstes entfernen wir die Doppelmutter von der Kolbenstange des Sperrzylinders. Danach reinigen wir die Kolbenstange, um das restliche Loctite zu entfernen. Anschließend gibt man Druck auf den Sperrzylinder, sodass die Kolbenstange ausfährt. Dann streicht man die Doppelmutter von innen und außen mit Loctite ein. Nun schraubt man die Doppelmutter zwei Gewindegänge in den Sperrblock, um anschließend die Doppelmutter mit dem Sperrblock auf die Kolbenstange zu schrauben. Jetzt dreht man die Doppelmutter bis zum Anschlag in den Sperrblock. Die Kolbenstange des Sperrzylinders sollte ungefähr bündig mit der Doppelmutter sein. Jetzt lassen wir das Loctite noch austrocknen und dann können wir die Gigantachse wieder nutzen. Das waren nur ein paar kleine Tipps, um den Umgang mit unserer Gigantachse zu erleichtern. Wenn ihr mögt, abonniert uns auf YouTube und lasst ein Like da. Wir freuen uns aufs nächste Mal.